Ich bin Christoph. Christian. Lisa. Florian. Bob. Jan. Max. Ich heiße Sophia. Ich komme aus Ahlerstedt. Das ist ein ganz kleines Dörfchen zwischen Hamburg und Bremen. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich komme aus Segeberg. Ich komme gebürtig aus Dürnitz. Ich komme selber aus Greifswald. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Neubrandenburg. Ich habe dann geguckt, was will ich überhaupt studieren, was will ich machen. Ich wusste, dass ich Kommunikationsdesign studieren will. Architektur klingt doch auch geil, mach doch das. Ja, was soll's, machst du's. Und wie gesagt, Leidenschaft geworden. Ich wollte unbedingt Produktdesign studieren, weil der Bezug zu dem Produkt selbst, also das Bauen, das Gestalten und das Vermarkten letztendlich mich sehr interessiert hat. Architektur zählt eigentlich nach dem Abitur so zu meinen ersten Ideen. Ich habe mich schon immer für Häuser und ganze Konstruktionen interessiert. Ich bin gelernte Restaurantfachfrau, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht meins ist. Habe dann mit anderen Studenten gesprochen, die auch Produktdesign studieren und habe mich sofort zu Hause und verstanden gefühlt. Ich habe in der 7. Klasse, glaube ich, Photoshop kennengelernt. Da war eigentlich schon klar, dass ich Kommunikationsdesign studieren werde. Und warum ich in Wismar gestrandet bin? Das ist eine sehr gute Frage. Die wurde mir auch schon häufiger gestellt. Das ist eine kleine Stadt im Osten des Nordens. Früher oft Urlaub gemacht mit meinen Eltern hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und davon habe ich von Wismar gehört. Es ist ja auch ganz nett hier, Küstennähe, und es ist keine Riesenstadt, aber man hat trotzdem irgendwie alles, und das fand ich dann insgesamt ganz nettes Paket hier im Norden. Wismar fiel mir halt einfach positiv auf. Die Leute auf jeden Fall, die am Anfang ziemlich knochig sind und aber dann irgendwann aufweichen. Ja, ist relativ bekannt deutschlandweit. Ja, natürlich auch der NC und die Studiengebühren waren nicht schlecht. Positiv ist für mich ganz klar die technische Ausstattung dieser Hochschule, aber auch die Möglichkeit der Arbeitsplätze, also die freien Ateliers, die wir jederzeit eigentlich besuchen können. Für mich ist positiv an dieser Hochschule, dass wir viele Werkstätten haben, betreuende Professoren und die Werkstattleiter sehr freundlich und geduldig mit uns sind. Ich bin ja nicht so lange hier, ne? Erst 2 Monate. Super geil finde ich die Werkstätten und dass du die Möglichkeit hast, alles, was du irgendwie in deinem Kopf hast, ganz, ganz schnell zu machen. Also positiv finde ich auf jeden Fall auch die Sache, wegen der hergekommen bin. Das ist hier super familiär und klein. Man hat halt direkten Kontakt mit seinen Professoren. Ansonsten finde ich es ganz gut, dass viel angeboten wird mit Exkursionen. Ich war auch jetzt erst in Venedig. Die Leute sind alles super, super nett. Das ist unglaublich. Das hatte ich vorher auch nicht so gedacht. Gestaltung für mich bedeutet nicht immer unbedingt, irgendwas komplett Neues zu entwickeln, sondern etwas, was schon da ist, vielleicht auch auszuführen oder auch besser zu machen. Gestaltung ist für mich Anteil nehmen an dem Leben vieler Menschen, indem ich ein Produkt entwickle, was denen vielleicht den Alltag erleichtert oder sogar verschönert. Ja, hauptsächlich eigentlich das Ausleben von seiner Kreativität auf jeden Fall und was Neues zu erschaffen und auch die Welt positiv zu beeinflussen. Ja, die Welt zu verändern, im eigenen Maße irgendwie. Mich immer wieder selbst neu zu entdecken und meine eigene Perspektive der meines Nutzers anzupassen und mich dabei aber nicht selbst zu verlieren. Gestaltung in 10 Jahren. In 10 Jahren? Ich versuche noch rauszufinden, was ich nächstes Jahr mache. Da bin ich ja auch noch. In meinem Fachbereich, glaube ich, entwickelt sich gerade alles immer weiter in die digitale Richtung und in die Web-Richtung. Es geht ja eigentlich nur noch um Apps und Web und Responsive Design und irgendwie geht es kaum noch um Inhalt. Aber ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Vielleicht wieder zurück zur Natur gehen, biometrisch, bionisch, man weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass Gestaltung in 10 Jahren besser sein wird. Früher wurden die Häuser für die Ewigkeit gebaut und heutzutage ist das leider nicht mehr so. Da plant man eher so für die nächsten 20, 25 Jahre. Und ich fände es halt schön, wenn das wieder ein bisschen zurückkommt, dass man was schafft, was irgendwie bleibt. Ich glaube, es gibt tatsächlich keine klare Richtung. Ja, immer besser zu werden und
flächendeckend Wissen mehr anzueignen, was ich dann vielleicht später auch weitergeben kann. Mein Ansporn für Gestaltung ist tatsächlich irgendwie etwas zu erschaffen. Das ist schwer zu sagen. Ich mache halt einfach, was ich gerne mag. Und wenn man etwas gefunden hat, was man gerne mag, dann denkt man auch nicht so viel drüber nach. Mein Ansporn, schwer zu sagen. Was Eigenes zu schaffen, was den Menschen aber auch gefällt und nicht nur mir. Und vielleicht auch etwas zu schaffen, was bleibt, auch nach mir bleibt.